Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. Als erstes werden wir erstmal unsere Cola einsammeln. Zack, 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 Junge, das läuft hier. Kohle machen wir auf jeden Fall ohne Ende. Das Einzige, was mich extrem ankotzt, hier war ja so ein Event, da habe ich auf jeden Fall extrem abgekackt, habe nie gewonnen, weil mein Gegner extrem schwer war. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wer von euch das Event hier geschafft hat. So, dann checken wir erstmal die Tüte, was finden wir da drin? Jo, ein paar Sachen haben wir schon. Können wir das erstmal wieder schließen? Hier haben wir auch ein kleines Ei ausgebrütet. Das checken wir natürlich auch gleich mal ab, was wir da für eins haben. Ein Argentinosaurus haben wir wieder mit dazu bekommen. Den könnten wir jetzt auf jeden Fall erstmal pimpen. Ich gucke aber trotzdem mal durch, welche Dinos wir eventuell noch pimpen können. Ja, den könnten wir auf jeden Fall pimpen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr von Vorteil. Das mache ich. Oh, den pimpe ich auf jeden Fall mal auf Stufe Nummer 10 und kann den dann auf jeden Fall mit dem anderen auf Level 10 entwickeln. Das machen wir jetzt einfach. 40 so eine Teile kostet. Das machen wir. 40 DNA-Punkte sozusagen. So, Ergebnis ansehen, das Ding auf jeden Fall relativ fix. So, dann sammeln wir den gleich mal ein. Jetzt haben wir den auch gleich am Start. Den können wir auf jeden Fall jetzt auch gleich ein bisschen weiter pimpen. Das machen wir natürlich auch. Dann gehen wir gleich nochmal hier ruf und pimpen den weiter. Klar, das kostet jetzt natürlich extrem viel Nahrung. Aber das machen wir natürlich, um den weiter zu pimpen. Den haben wir jetzt auf Level Nummer 20. Den müssen wir jetzt auch noch auf 20 pimpen. So, und dann entwickeln wir. Wie lange dauert das? 30 Minuten. Dann kriegen wir den auf Level Nummer 21. 2 Sterne Dino haben wir dann am Start. Richtig geil. Würde ich sagen, werden wir hier erstmal die Sache starten. So, dann haben wir das erstmal erledigt. Mein Triceratops ist dann bald auf Levelstufe Nummer 21. Richtig geil, richtig fett. So, lieber wäre mir natürlich gewesen, wenn ich hiervon noch ein paar Dinos bekommen hätte. Wir können hier natürlich gucken für den Trop. Gehen wir nochmal zurück. Tropignatos. Das wäre auf jeden Fall auch cool, weil die Wahl, wenn wir da ein Ei kaufen würden. So, da könnten wir hier mal gucken, was das kosten würde. Tropignatos. 180 so eine DNAs könnten wir auf den Kopf kloppen. Aber ich weiß es noch nicht, ob wir das machen. Würdet ihr das machen oder sagt dann, nee, lasst lieber, das bringt keine Punkte. Weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach in den Kampf und checken das einfach ab, ob wir auch so gewinnen können. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Wir gehen auf Schlacht auf Stufe Nummer 9. Und beginnen dann erstmal. Nehmen wir den auf jeden Fall mit ins Boot. Dann würde ich sagen, wen nehmen wir noch mit? 118, 37, 120, 114. Dann würde ich sagen, nehmen wir den auf jeden Fall mit, den Guanlong. Was sagt ihr? Würdet ihr den auch nehmen? Das ist auf jeden Fall immer nicht so einfach. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann nehmen wir den Guanlong mit oder wen wollen wir noch mitnehmen? Das ist die Frage. Ich würde sagen, dann nehmen wir den Utah Raptor mit. Und checken das einfach mal ab, ob wir hier gewinnen können. Werde ich sehen, müssen wir gucken. Ja, das war erstmal wichtig. Was macht er? Gut, das Ding hat er erstmal geblockt. Das war natürlich ein bisschen bitter für uns. Was macht er jetzt? Greift er an? Jo, der greift an. Das war natürlich auch ein bisschen assi. Jo, der war wichtig. Jetzt killen wir den, glaube ich. Jo, den haben wir weg vom Fenster. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt das überleben. Den nächsten Schlag werden wir sehen. Müssen wir gucken. Und was macht er, was macht er? Könnten wir aber überleben? Nee, können wir nicht. Bittere Aktion, naja, so ist es eben. Jetzt können wir auf jeden Fall nochmal aufs Ganze gehen, würde ich sagen. Und hier kloppen wir dann einfach mal 112. Wollen wir den dritten auch noch aufhauen? Ich würde sagen, so machen wir es. Hauen drei raus und blocken ihn. Von daher, glaube ich, könnten wir den killen. Yo, so sieht's aus. Richtig dicke Ding.
Jetzt bin ich aber gespannt. Komm, Kampfstufe 9 müssen wir packen, ey. Yeah, der war wichtig. Der war richtig wichtig. Ach, da hat er noch. Von daher müssten wir jetzt eigentlich auf die Reihe kriegen. Gucken, was der jetzt macht. Kau einfach nochmal alle ruf. Alle wird er nicht blocken. So sieht's aus. Geile Sache. Schicke Ding. Den Kampf haben wir endlich gewonnen. Hatten wir auf jeden Fall mal ein bisschen Glück. Sonst halt ja mal ganz schön abgelost. Kampfstufe 9 ist auf jeden Fall Geschichte. So muss es sein. Haben wir erstmal hier wieder ein bisschen was bekommen. Den Dino haben wir auch neu dazu bekommen. Den werden wir dann erstmal ausbrüten, würde ich sagen. Dauert jetzt 18 Minuten. Damit können wir leben. Die Mission haben wir abgeschlossen. Jetzt werden wir auch gleich in Stufe Nummer 10 aufsteigen. Yo, geile Sache. Stufenaufstieg, Level Nummer 10. Neue Erweiterung, neue Verbesserung und Kampfstufe 10. Kriegen wir einen neuen Dino. Auf jeden Fall können wir den bekommen. Dann werden wir hier erstmal gucken. Nehmen hier alles mit, was wir kriegen können. Was haben wir hier? Nee, das wollen wir nicht. Die einmalige Werbeaktion. Willst du diese irgendwo wirklich entgehen lassen? Ja, wollen wir. So, was machen wir als nächstes? Das Coole ist, wir können das jetzt hier aufwerten. Was kostet eine Nahrungsproduktion für 30.000 aufrüsten? Ich würde sagen, das machen wir. Können wir nochmal aufrüsten? Dauert jetzt erstmal eine halbe Stunde, okay. Dann würde ich sagen, sammeln wir hier erstmal nochmal unsere Münzen ein. So, das ist erstmal alles schick. Was können wir dann machen? Den brüten wir aus. Dann können wir hier mal gucken, was war hier. Alter, was haben wir denn hier für Gegner? Tape Yara, was ist denn das für ein krasser Dino, Alter? Den hätte ich auf jeden Fall auch. Ein Flugsaurier ist das. Hätte ich auf jeden Fall richtig gerne. Hier können wir natürlich immer auf Info gehen, um welche Vorteile wir haben. Das wir halt auf jeden Fall auf dem Anhieb sehen. Ist auf jeden Fall mal sehr von Vorteil, wenn man daran ein bisschen denkt. Das habe ich am Anfang immer ein bisschen vernachlässigt. Von daher kann man auch schnell verkacken. So, was haben wir hier vor? Ja, das checken wir auf jeden Fall noch ab. 5x5 einen Fleischfresser. Okay, fertig. Dann haben wir die nächste Aufgabe. Was haben wir da noch? Erweitere den Park. Erweitere die Lebensmittelfabrik. Alles klar. Und was haben wir hier? Platziere einen frisch geschlüpften Majungasaurus. Okay, wissen wir erstmal Bescheid, was wir vor wir haben. Was kostete 10 Scheine? 18,7. Von daher würde ich sagen, werden wir gleich mal ein bisschen ausbauen. Ich würde sagen, das werden wir nehmen und bauen das einfach mal aus. 15 Minuten dauert es. Dann haben wir aber erstmal die erste Aufgabe wieder erledigt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch einen Fleischfresser füttern. Weiß ich aber nicht, ob wir überhaupt noch einen haben, den wir füttern können. Das ist natürlich die nächste Frage. Weil ich eigentlich schon alle aufgepimpt habe, so weit wie es ging. Den könnten wir noch pimpen. Gut, also das können wir erstmal nicht machen. Da brauchen wir auf jeden Fall erstmal einen neuen Dino. Ich würde sagen, wir gehen aber hier rauf und füttern den erstmal bis auf Stufe Nummer 10 hoch. Den Argentinosaurus. Den haben wir ja neu ausgebrütet. So, dann haben wir auf Level Stufe 10 ihn hier erstmal nochmal zurück. Und irgendwo hatte ich noch einen, den ich pimpen kann. Den haben wir nämlich auch dazu bekommen. Den pimpen wir jetzt auf jeden Fall ohne auf 10. Der Vorteil daran ist auf jeden Fall, dass wir dann wieder mehr Kohle machen pro Stunde. So, dann sind wir auch erstmal wieder durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Achso, sorry. Hier können wir auf jeden Fall nur zwei Gebäude platzieren. Das machen wir natürlich auch. Zack. Und das platzieren wir auch noch. So, aber weiter will ich euch nicht stressen. Wir sind durch. Bis dann. Tschüss.